Herzlich willkommen, Leute, hier zum nächsten Interview. In der letzten Folge hatte ich ja den Sportchef der Bild-Zeitung Christian Falk, den Bayern-Insider, im Interview. Und heute habe ich einen sehr guten Freund und Kollegen von ihm für euch befragt, und zwar Tobias Altscheffel. Tobi ist Chefreporter für die Sportbild und die Bild-Zeitung und ebenfalls Insider beim FC Bayern München. Ihr kennt ihn vielleicht auch aus dem Bayern-Insider-Podcast von Christian Falk. Dort machen sie zusammen immer das Segment True or Not True, in dem sie Transfergerüchte bewerten. Ich möchte euch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Tobi, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich hier bereit erklärt hast, dieses Interview mit mir aufzunehmen, und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, Leute, ich habe es euch versprochen, das nächste Interview dauert nicht lange, und ich bin sehr froh, dass ich hier den nächsten renommierten Gast dabei habe. Heute Tobias Altscheffel, Chefreporter bei der Bild und der Sportbild und unter anderem natürlich auch zuständig für den FC Bayern. Tobi, vielen, vielen Dank, dass du hier dieses Interview mit mir machst. Ich bin mir sicher, dass sich besonders nach der letzten Folge jetzt schon einige kennen sollten, aber trotzdem könntest du dich einmal noch für die Zuschauer vorstellen. Servus Linus, freut mich, dass ich dabei sein darf. Darfst mich gern Tobi nennen, hast du schon richtig gesagt. Ich bin Chefreporter bei Bild und Sportbild für den FC Bayern und die Nationalmannschaft zuständig. Eigentlich immer mit den Bayern unterwegs, so wie jetzt gerade. Ich bin beim wunderschönen Hotelzimmer in Bremen mit blauem Himmel. Und ja, mit Christian Falk arbeite ich sehr eng zusammen. Wir sind seit 12 Jahren zusammen, und ich bin seit 12 Jahren sein quasi Partner und Kollege bei Bild und Sportbild. Und bin jetzt in meiner, ich muss kurz überlegen, ich glaube, 17. Saison als Bayern-Reporter, also schon eine ganze Zeit mit dabei. Alter, schöne 17 Saisons, das ist tatsächlich fast so lange, wie ich alt bin. Sehr, sehr krass. Ihr habt es schon gerade auch gehört, Christian Falk. Der Podcast, möglicherweise später auch noch ein Thema. Aber erstmal würde ich gerne von dir wissen, wie bist du überhaupt auf diesen Beruf gekommen, dass du Sportjournalist geworden bist und dann auch, welche Station hast du durchlaufen, bis du jetzt als Chefreporter bei der Sportbild bist? Ich wollte eigentlich früher Fußballer werden, habe aber dann irgendwann, ich habe mir so einen Karriereplan gemacht als kleines Kind und habe mir gedacht, welche Steps ich bis wohin gemacht haben muss. Und als ich dann so 14 war und immer noch bei meinem Heimatverein, das ist der SV Mehring, in der Nähe von Augsburg gespielt habe, und eigentlich gedacht habe, da müsste ich schon beim FC Augsburg mindestens spielen, dass das was werden kann, war mir klar, dass ich kein Fußballer werde. Es ist, glaube ich, okay, wie ich spiele, aber jetzt nicht so, dass ich Geld verdienen kann. Und ich wollte aber dann irgendwie im Fußballbusiness bleiben und habe überlegt, wie ich das managen kann. War schon als Kind sehr an allen Medien interessiert, habe irgendwie als Kleinkind Kassetten aufgenommen, wo ich imaginäre Fußballspiele kommentiert habe und so Zeug gemacht habe. Habe dann angefangen bei uns in der Schule am Rudolf-Diesel-Gymnasium für die Schülerzeitung zu schreiben, habe mich immer mehr für Medien interessiert, habe auch irgendwie den Freund meiner Mutter Videos drehen lassen von mir, wie ich vor der Kamera stehe und irgendwelche Aufsager mache, also da schon immer so ein bisschen geübt. Fußball natürlich war immer mein Ein und Alles, habe alles verfolgt, bin dann, ich glaube, mit 15 Jahren bei der Augsburger Allgemeinen vorstellig geworden, wurde bei denen Praktikant oder freier Mitarbeiter und wollte auch bei einer Zeitung in München quasi hospitieren oder Praktikant werden, habe dann bei der TZ angerufen, den damaligen Chef direkt gesprochen, der ist immer noch heute Chef, Florian Benedikt, Sportchef von der TZ, der war mega nett, also für alle, die irgendwie jung sind und mal irgendwo ein Praktikum machen wollen, die TZ ist da ein super Ausbildungsladen, hat mich sofort eingeladen, dann war ich, glaube ich, in den Osterferien bei denen Praktikant, das lief gut, hat mir mega Spaß gemacht, habe damals auch mit 15 Jahren schon den Falki kennengelernt, also als ganz kleiner Schöpse, habe damals noch für ihn irgendwelche Ausdrucke geholt und so Sachen gemacht, bin dann bei der TZ dran geblieben, war da weiterhin freier Mitarbeiter, habe quasi meine Ferien damit verbracht, bei denen zu arbeiten, nebenbei Augsburger Allgemeine, dann habe ich mein Abitur gemacht, habe mich da angestrengt, weil ich eigentlich gedacht habe, ich muss studieren, habe zahlreiche Bewerbungen für Volos, Volontariate rausgeschickt, von vielen Absagen erhalten, aber einen Anruf wieder von der TZ, und die haben gemeint, ich muss gar nicht groß zu Vorstellungsrunden oder Ähnlichem kommen, sondern haben gesagt, am 1. August fängst du bei uns an und wirst Bayern-Reporter. Und damals habe ich noch gedacht, okay, Bayern-Reporter, ich war so aufgeregt, ich wusste gar nicht, ob das jetzt um das quasi Ressort, das Bundesland Bayern geht und ich quasi so Lokaltermine in Bayern mache oder FC Bayern-Reporter. Dann kam ich am 1. August 2006 dorthin und war FC Bayern-Reporter, Gott sei Dank, und habe dann vom 1. August 2006 an mich um die Bayern gekümmert, 2 Jahre mein Volo gemacht, war da schon überall bei Bayern eingebunden, durfte mit auf Auswärtsspiele, durfte als Volontär mit zum Champions-League-Spiel bei Real Madrid und so weiter.
Wurde übernommen nach 2 Jahren, bin dort auch Nationalmannschaftsreporter direkt gewesen, war bis zum Jahr 2000, mal zu überlegen, 2011 bei der TZ und dann hat mich die Sportbild, die hatten es schon ein bisschen früher mal probiert gehabt, aber unter Matthias Brügelmann dann schon abgeworben und ich bin zur Sportbild und da dann im Jahr 2016 Chefreporter geworden und als Sportbild und Bild dann auch näher zusammengerückt sind, wurde ich dann quasi von beiden Publikationen oder Häusern der Chefreporter und macht es nach wie vor mit sehr viel Freude. Inzwischen machen wir sehr viel Podcast-Sachen zusammen, Christian und ich, den Bayern Insider. TV-Sachen kommen auch immer mehr dazu im Laufe der Jahre. Darf jetzt am Sonntag zum Beispiel wieder im Doppelpass sein, so Sachen, die dann nebenbei quasi die Begleiterscheinung sind. Aber jetzt habe ich ganz schön lange geredet. Das ist die Zusammenfassung. Sorry, dass es nicht kürzer war, wie ich dort gelandet bin, warum ich jetzt in Bremen im Hotelzimmer sitze. Das ist aber sehr, sehr spannend tatsächlich, weil ich jetzt ja mit dieser Reise, mit dieser Reihe an Videos, in denen ich ja Sportjournalisten so interview, auch meinen Weg versuche zu dokumentieren und mir immer mehr Tipps ansammle, um eben selber so einen Job im Sport zu landen. Und also das mit dem früh anfangen, mit dem vor der Kamera stehen, das als kleines Kind Fußballprofi werden, ich glaube, das sind Dinge, bei denen sich auch wirklich viele, viele, viele gerade wiederfinden. Und dann ja auch das Kontakte sammeln, da bin ich ja gerade ganz fleißig. Du hast jetzt ja schon gesagt, am Sonntag im Doppelpass, dann der Podcast, dann schreibst du ja auch Artikel, sowohl online als auch im Print werden die ja veröffentlicht, auf Twitter aktiv, auf Instagram aktiv. Welche Vor- und oder Nachteile haben die verschiedenen Medien, in denen du bist, und hast du vielleicht auch irgendwelche Vorlieben dabei? Naja, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Also, ich meine, als ich angefangen habe bei der TZ, war es noch so, da hast du deine Artikel im Kopf gehabt, hast die geschrieben für die Zeitung am nächsten Tag, warst irgendwann um 16:30 fertig mit diesen Artikeln, die sind dann erschienen am nächsten Tag und das war deine Arbeit. Und ja, über alle einzelnen Medien jetzt zu sprechen und Vor- und Nachteile, also ich liebe Twitter natürlich für die Schnelligkeit, die es gibt und für, man hat eine Nachricht und kann sie schnell veröffentlichen. Auf der anderen Seite veröffentlichen viele Leute irgendwelche Sachen teilweise ungeprüft oder zu schnell. Also die Seriosität leidet bei so einem Medium wie Twitter schon meiner Meinung nach ab und zu. Ich liebe es, lange Geschichten aufzuschreiben. Also ich bin auch deswegen zur Sportbild, weil es darum ging, nicht nur auf 50 oder 60 Zeilen eine News zu machen, sondern einen sehr ausführlichen Text auch mal, einen Report über 4 Seiten zu schreiben. Da hatte ich immer ein größeres Interesse, weil ich gern schreibe. Ich bin gern vor der Kamera, weil das irgendwie Spaß macht und es gibt ja so Menschen, die dann da aufgeregt sind oder keine Ahnung, Muffensausen haben, bevor sie in TV-Studio gehen oder so. Bei mir ist es eigentlich immer nur Freude und nicht, okay, was könnte ich jetzt falsch machen? Hat damit zu tun, auch wieder eine kleine Anekdote. Mein Vater ist, glaube ich, der größte Doppelpass-Fan, den es auf dieser Welt gibt. Der hat mich schon als 7- oder 8-jährigen Jungen mit zum Doppelpass genommen und als ich dann das erste Mal eingeladen wurde dort vor 10 Jahren oder so, war ich zum ersten Mal im Doppelpass. Es war eine Live-Situation, es war Publikum dabei und mein Vater war im Studio und saß quasi auf dem ersten roten Sessel genau hinter mir. Und mehr Druck als in dem Moment und in dieser Sendung kann ich in meinem ganzen Leben nicht mehr haben. Also ich glaube, so viel Druck hatte ich nicht mehr, als ich meine Frau zum Traualtar geführt habe oder mit ihr am Traualtar stand. Und ich habe mir danach gedacht, als ich das überstanden habe, jetzt kann ich alles überstehen. Podcast macht mir unfassbar viel Spaß mit Falki zusammen, weil man einfach im Laufe der Woche Ideen entwickelt, weil wir eine Ebene haben, auf der wir als ja fast beste Freunde miteinander sprechen, aber über unseren, also das ist unser Beruf, dass wir miteinander reden. Natürlich ist es auch mal Stress und viel zu tun und dann musst du noch mal in der Nacht was schneiden und ändern. Aber ja, das meiste macht mir eigentlich sehr viel Spaß, was natürlich mit dazugehört in dem Job, dass du einfach immer erreichbar sein musst und wenn du mal die wenigen Abende die Woche, wo du zu Hause bist und deine Frau siehst, auf der Couch liegst und es kommt um 10:30 noch irgendein Spieler, der dich anruft, dann kannst du nicht sagen, du gehst nicht hin, sondern dann muss halt meistens das Private und die Frau zurückstecken in dem Moment und das sind, ja, ich will jetzt nicht sagen Schattenzeiten, weil das ist das Meckern auf ganz hohem Niveau, aber das ist schon auch was dazugehört. Also du hast einfach nie eine ruhige Minute jetzt im Transferfenster. Es ist schon anstrengender Job mit wenig Schlaf teilweise. Ja, das hat Falki auch erzählt, dass man wirklich immer und überall aktiv sein muss, immer abrufbar sein muss. Vielleicht hat es der eine oder andere Zuschauer auch gesehen, auf TikTok bei Christian Falk tatsächlich auch, habe ich ein Video gesehen, wie ihr in Lederhosen und mit Bier in der Hand dann ein bisschen abseits vom Trainingslager standet und dann auch per Handy bei Sky, glaube ich, war es, zugeschaltet worden seid.
Also da muss man wirklich immer, immer und überall aktiv sein. Das habe ich jetzt ja auch schon gemerkt, egal ob irgendwie Party beim Abitur oder spät abends noch hier und da. Man muss irgendwie auf Trab sein, um die News dann auch alle mitzubekommen. Und ja, weil das kann ich mir auf jeden Fall mit dem Doppelpass auch sehr gut vorstellen. Ich war 2018 mal bei Sky eingeladen in der Champions League und hatte da nur, weiß nicht, vielleicht 2 Minuten, wurden mir 2 Fragen gestellt, aber auch da als irgendwie 14-jähriger Junge, da hat mein Herz so schnell geschlagen, wie ich es mir, glaube ich, gar nicht vorstellen konnte sonst. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr krass. Ein anderes Medium, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise eher weniger Medium vielleicht, aber gestern, für uns jetzt gestern bei der Aufnahme, warst du ja auch bei der Pressekonferenz beim FC Bayern dabei. Darüber habe ich dir noch gar nicht so berichtet auf meinem Kanal. Was ist das? Wie ist da die Atmosphäre bei so einer Pressekonferenz, wenn man da mit vielen Journalisten sitzt? Und wie sieht vielleicht auch die Vorbereitung da aus? Oder wie unterscheidet die sich von den sonstigen Berichten? Ja, ist auch, also war beim ersten Mal, als ich, da war es noch ein anderer Raum an der Sebener Straße, wo damals noch Markus Hörwig, der Mediendirektor oder Pressesprecher, hieß es damals, beim FC Bayern war. Und da ist man schon so, war es für mich, ich kam da als 18-, 19-Jähriger rein und da waren halt Reporter, die seit 30 Jahren den FC Bayern verfolgt haben und da war man schon nervös, so, okay, jetzt stellt man da eine Frage und hat dann auch noch vielleicht ein Mikro in der Hand und war ein bisschen aufgeregt. Das geht natürlich im Laufe der Jahre weg. Wie ist die Atmosphäre da? Klar, es geht schon darum, gerade bei wichtigen Pressekonferenzen, wie pünktlich kommt man, welchen Platz hat man. Man will da natürlich als Bild oder Sportbild nicht irgendwo hinten im Eck sitzen, wo dann vielleicht die Trainer, Spieler gar nicht sehen, sondern man will schon präsent sein, ganz vorne. Also fällt mir da gerade ein, als es diese Pressebeschimpfungskonferenz im Oktober 2018 gab. Da wussten wir schon, was auf uns zukommt und dass auch wir quasi gemaßregelt werden sollen. Und normalerweise ist man bei so einer Pressekonferenz vielleicht zu zweit, maximal zu dritt. Da sind wir dann in voller Mannschaftsstärke aufgelaufen. Ich glaube, wir waren 5 Reporter von Bild und Sportbild und haben die erste Reihe blockiert, weil wir schon gesagt haben, komm, wenn ihr jetzt uns eine mitgeben wollt, dann stehen wir unseren Mann und sind da dann vor Ort. Du bereitest dich natürlich vor auf den Gesprächspartner, überlegst dir, welche Frage könnte eine Story nach sich ziehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, manchmal gehst du auch mit einem Gefühl rein, hoffentlich kommt die und die Frage nicht oder hoffentlich kommt da jetzt nichts raus, weil natürlich ist eine Pressekonferenz inzwischen, die wird live übertragen. Es sind alle Kollegen vor Ort und du hast Stories im Kopf, wo du schon zitterst, hoffentlich kommt es nicht raus. Und dann gehst du manchmal aus einer Pressekonferenz raus und denkst, boah, nochmal Glück gehabt, dass das Thema nicht zur Sprache kam. Also du gehst schon manchmal mit dem Gedanken rein, okay, das willst du unbedingt fragen, das willst du unbedingt erfahren, aber manchmal auch mit dem Gedanken, hoffentlich kommt das jetzt nicht zur Sprache, weil da können wir dann vielleicht was Exklusives aufdecken, was die Kollegen noch nicht wissen oder gesehen haben. Ja, sehr interessant, weil das ist, glaube ich, so ein Einblick, den dann als normaler Zuschauer, wenn man sich da jetzt nicht so viele Gedanken drüber macht, wie das da eben abläuft, bei einer Pressekonferenz so, glaube ich, gar nicht hat unbedingt. Wir können ja noch mal kurz zu Twitter springen. Du hast eben gesagt, das ist dein Lieblingsmedium, aber auch gesagt, dass da möglicherweise die Seriosität oder der Wahrheitsgehalt der Infos ja teilweise vielleicht dann noch ein bisschen in Frage zu stellen ist. Du hast über 30.000 Follower selbst. Ist es wichtig, sich als Journalist dann auch auf Twitter so eine Followerschaft aufzubauen? Unter anderem vielleicht auch, weil dann eben umso mehr Leute deine Tweets sehen, dann vielleicht auch welche, die wirklich an einem Spieler irgendwie im Umfeld sind, dann auf dich zukommen können, um da Informationen zu teilen. Ja, ich glaube grundsätzlich für einen Journalisten, Sportjournalisten speziell heutzutage gehört das schon mit dazu. Also es geht ja tatsächlich immer mehr darum, irgendwie, dass nicht nur das Medium eine Marke ist, sondern dass irgendwie auch der Journalist an sich versucht, eine Marke zu werden, auch wenn es jetzt gar nicht so unbedingt meinem Habitus entspricht oder mein größtes Ziel ist, aber es gehört einfach dazu. Und natürlich kommt man auch über Twitter mit Leuten in Austausch, wo man vielleicht jetzt nicht die Nummer hat oder die einen anschreiben, ist ja nicht so einfach, aber die dann einen drum bitten, dass man sie zurückfolgt, damit sie mal schreiben können. Und was natürlich auch ein Hintergedanke ist, wenn du Stories hast bei Bild.de, bei Sportbild.de und viele Follower und du postest diese Stories, diese Links zu den Stories, dass du so natürlich auch nochmal Leute drauf ziehen kannst. Und bei uns gilt die Regel im Hause, wir veröffentlichen keine Infos bei Twitter, bevor sie nicht bei Bild.de oder Sportbild.de stehen. Was natürlich manchmal zur Folge hat, dass man hofft, dass der Artikel jetzt schnell online kommt, weil man dann danach erst das bei Twitter machen kann. Also der Arbeitgeber ist natürlich wichtiger und dass die Info dort steht, als für den privaten Account. Und dann geht es immer darum, warten, bis das raus ist und dann kann man die eigene Info teilen. Und so ist es manchmal halt, ja, es gibt ja immer diese
Kleinkriege, wie auch immer, dass der eine sagt, er hat es aber 3 Minuten früher gewusst als der andere, und dann sagst du, gut, ich habe es eigentlich auch gewusst, aber musste halt warten, bis es offiziell draußen war. Und so geht das dann oft hin und her. Und ja, die Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, speziell mit Journalisten und Fans aus dem Ausland, die ist definitiv gegeben. Gut, die Regel, das kann ich verstehen. Falk hatte auch meinen Tweet. Ich habe, weiß nicht, 300 Follower, das sehen nicht so viele, aber jetzt, als ich dann das Video hochgeladen habe mit ihm retweetet, auf einmal hat der Tweet, glaube ich, 30, 35.000 Views. Da dachte ich auf einmal, das war eine ganz andere Welt für mich. Da kann ich das auf jeden Fall verstehen. Das ist ja auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Ich habe zwar nicht so viel Follower wie Falki, aber ich lade dann unser Video auch gerne hoch oder retweet gern, wenn du was gepostet hast. Sehr, sehr gerne, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Jetzt, wenn ihr das Video seht, hat die neue Saison ja am Freitag schon angefangen. Die Bayern haben hoffentlich ja heute ein gutes Spiel in Bremen absolviert. Wie ist es für dich? Ich habe jetzt ja in meinen letzten Interviews schon gelernt, dass diese Sommerpause auch eine sehr stressige Zeit ist, wenn man wirklich immer auf der Hut sein muss vor neuen Transfer-News. Jetzt beginnt die Saison. Ist es für dich Vorfreude, dass es vielleicht eine entspanntere Zeit wird, oder ist auch gerade dieser Saisonstart nochmal besonders stressig? Es ist Vorfreude, dass nach der ganzen Vorbereitung, die man als Journalist auch so mitmacht, also ich war ja in Tegernsee am Trainingslager für eine Woche, ich war in Asien 12 Tage, 11 Tage unterwegs mit denen, und dieses, was heißt Vorgeplänkel, aber jetzt heute Abend in Bremen, wenn es dann richtig losgeht, da freut man sich schon immer noch drauf. Also ich habe mich jetzt heute daran erinnert, genau vor 16 Jahren war damals 2007 das Spiel von Ribéry hier, als er richtig aufgezockt hat und sein erstes Auswärtsspiel für Bayern gemacht hat. Und da war ich auch mit dabei. Und das Gefühl, da dabei sein zu dürfen und heute dabei sein zu dürfen, ist schon immer noch cool. Das ist mein Job. Also ich kann hier heute bei einem Spiel sein. Du siehst die Fans, die im Flieger mit dir dabei sind, die ihr Wochenende opfern, richtig viel Kohle dafür zahlen, und du wirst dafür bezahlt, dass du das machst. Das ist schon ein Privileg, und es wird jetzt nicht weniger Stress, weil natürlich dann heute Abend geht alles um Kane. Wie geht's bei Kane los? Aber es geht halt dann heute Abend um Fußball, und bei all dem Spaß, den der Transfermarkt macht, bin ich Fußballfan und will Fußball sehen, und deswegen freue ich mich auf das Spiel und freue mich, wenn es losgeht. Das kann ich absolut verstehen, diese Überleitung, dieses Kommen hier wie geflossen. Hast du gesagt, 2007 warst du schon bei Ribéry dabei, sehr, sehr großer Moment. Würdest du sagen, du hast ein paar absolute Highlights in deiner bisherigen Karriere? Definitiv. Also, ich weiß nicht, wie viele ich aufzählen soll oder kann, aber Gib mir mei, die wenn man besten Momente. dran. Also, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, 2007 hier zu sein. Luca Toni, Ribéry, Miroslav Klose, Mannschaft umgebaut. Ribéry mit diesem Trick gegen Christian Schulz, dem er den Ball irgendwie über den heranrauschenden Fuß drüber jongliert. Das war schon richtig, richtig cool. Erstes Champions League-Spiel, ich glaube, Achtelfinale damals in Bernabeu, wo Marc van Bommel, die sogenannte, wie haben sie danach, die Stinkefaust, also dann irgendwie so zu den Fans gemacht und wurde für ein Spiel gesperrt danach. Aber das erste Mal, klar, in Madrid zu sein bei dem Spiel. 2010 bei der WM mit dabei zu sein, wo dann irgendwie Bayern Deutschland gegen England in Bloemfontein spielt und Lampert das Wembley-Tor kopiert und dann die Unterkante der Latte schießt. Finale daheim, das Drama gegen Chelsea unvergessen, Champions League Sieg von Bayern in London, da dabei gewesen zu sein. Also es ist, ich kann mir jedes Spiel merken, deswegen könnte ich jetzt, glaube ich, eine Stunde lang erzählen, aber es sind unfassbar viele Highlights, die zusammenkommen, und es sind die Highlights an Spielen, die man hat, oder auch die Highlights an Gesprächen. Ich weiß, da 2010 war es ja, dass sich der Ballack kurz vor der WM verletzt hatte, und dann wurde Philipp Lahm quasi der Übergangskapitän. Ich war damals noch bei der kleinen, in Anführungsstrichen, TZ. Und der Lahm hat vor dem Halbfinale gegen Spanien mir ein Interview gegeben, wo er dann Ballack eine Kampfansage gemacht hat und gesagt hat, freiwillig würde ihm die Binde nicht mehr zurückgeben, was natürlich eine Story war, die irgendwie deutschlandweit, wenn nicht sogar noch mehr, für Aufsehen gesorgt hat. Und ich durfte damals als, wie war ich da, 23-jähriger Reporter machen. Also es sind so viele Sachen. Ich meine, ich arbeite gefühlt Tag und Nacht, und da kommen so viele Geschichten zusammen. Ja, da bin sehr dankbar für das, was ich da erleben durfte, sowohl auf persönlicher Ebene als auch in Sachen, was ich an Fußballspielen gesehen habe. Oh, wirklich, wirklich beeindruckend. Also, das sind, was du jetzt auch aufgezählt hast, Events, bei denen ich als damals kleiner Junge vorm Fernseher saß. Sowohl das Wembley-Tor in Südafrika, dann die beiden Champions League-Finals hintereinander, wo ich wirklich als kleiner Junge durch Freudentränen und Trauertränen gegangen bin.
Das ist wirklich ein absolut, absolut verrückt, dass man sowas erleben kann. Ich hoffe ganz stark, dass ich eines Tages irgendwann vielleicht auch mal in einem Interview sitze und dann auch von solchen Erlebnissen erzählen kann. Das Drück warte die ich auch Daumen auf schon. jeden Fall. Danke, Ja. danke. Tobi, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mir Rede und Antwort zu stehen zu meinen Fragen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und das letzte Wort hat immer der Gast. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ich habe von Falki ja schon gehört, dass ich das auf jeden Fall mit dir machen kann, weil du ein sehr sympathischer, aufgeweckter, darf man Junge sagen, junger Erwachsener bist und ich dich gern bei deinem Weg unterstützen will. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, wenn man selber redet, dann kommen einem die ganzen Erinnerungen nochmal und fühle mich irgendwie richtig alt, wenn ich mit dir rede. Aber auf der anderen Seite, ja, fühle ich mich auch noch wie irgendwie damals am ersten Tag, als ich in Bremen war. Von daher, die Freude hört nicht auf und vielleicht hält der Job ein bisschen jung. Von daher bleibt dran und wir brauchen einen guten Nachwuchs. Deswegen mach weiter so. Dankeschön.